Okay. Als ich gerade in mein Hauptmenü gehen wollte, ist erstmal, also OBS nicht abgestürzt, sondern hat irgendwelche komischen Anzeigemacken gemacht. Oh, jetzt geht wieder alles. Okay. Was ich machen wollte, ist, wir wollten gucken. Ich wollte gucken, wie groß der Bereich ist, den dieses Ding abbauen kann. Ob es da irgendwie ein Limit gibt. So, kann ich jetzt einfach auf 80 setzen? Ja, 5 geht. 8 geht. 9 geht nicht. Also ist 8 der 8 das Maximum. Gut, dann bringt es uns da also auch nichts. Schade eigentlich. Okay, diesmal kein Anzeigefehler. Gut. Braves OBS. So, wollen wir mal kurz gucken, ja? Das heißt, das wird für uns schon mal nichts. Wir müssen also klassisch abbauen. Naja, klassisch. Mit unserem super Werkzeug. So, was wir auf jeden Fall machen können, ist, was ich mal gucken wollte, ist tatsächlich mal, was für Ressourcen wir eigentlich bekommen, wenn wir tatsächlich zu unserer Mine ganz unten gehen. Was wir dort für mannigfaltige Mannigfalten bekommen. Geht der hier hart bergab, Alter. Wow. Bin mal gespannt, was wir dort. Weil hier so bei den Wänden sieht es immer noch genauso aus wie oben. Da ist jetzt nicht so viel mehr. Na, hier ist auch ohne alles blank. Also da. Bin mal gespannt, wenn wir jetzt hier einfach sagen, okay, wir bauen uns jetzt hier in einen Berg rein. Hier oben zum Beispiel. Dann wird sogar Mithril oder was auch immer das hier ist. So. Wir bauen jetzt hier so. Und dann. So einen schönen Schacht 3x3 in die Wand. Sieht das gut aus? Das sieht gut aus. So. Brauchen wir noch eine kleine Brücke. Ungefähr so, so, so. Und so. Ja, hier ist es natürlich super schnell dunkel. Ich pack's mal daran. Gut, hier bekommen wir natürlich jetzt andere Stoffe. Also mehr Rohstoffe bekommen wir natürlich. Aber, also, mehr im Sinne von verschiedene. Aber jetzt von der Anzahl her nicht wirklich, oder? Nimmt sich nicht allzu viel. Gut. Lieber Schachtel, nämlich oben bei den Rohstoffen, da bekommen wir mittlerweile relativ viele Rohstoffe. Natürlich wieder so sowas wie Meso und so finden wir da natürlich nicht, klar. Oder hier sowas wie Rainbow Ore finden wir natürlich nicht, aber von der Menge an Sachen, die wir bekommen, ist eigentlich gar kein so großer Unterschied, ne? Zwischen da oben und hier unten. Ist das nur die Sache, was spawnt, ist halt anders. Leer. Na gut, reicht eigentlich aus für den Test. Wollte nur mal gucken. Dem scheint auf jeden Fall so zu sein. Wie gesagt, wir finden ja hier natürlich andere Sachen, wie hier Diamanten. Diamanten. Sehr geil. Oder halt da vorne Mesokon. Ist halt auch schon geil. Aber
nicht mehr von dem, wie viel wir finden. Oh. Bis Mithril kann die schaden. Whatever. Okay. Hätte man das auch nicht mal erklärt. Schade eigentlich. Ich dachte, wir finden hier unten viel mehr Sachen. Wie gesagt, wir finden hier natürlich mehr Eisen pro Fläche. Dafür aber zum Beispiel weniger Kohle. Also von der Gesamtmasse her schätze ich mal, es bleibt so ziemlich gleich. Oder steckt nur unmerklich an. Wenn man jetzt vielleicht auf 30.000er Tiefe ist oder sowas, kann natürlich sein, dass man da dann doch schon noch mal mehr hat. Aber so im Großen und Ganzen. Oh jo. So, was ich jetzt natürlich gerne mal machen würde, wäre mal wieder ein bisschen Feldarbeit hier. Die haben wir in letzter Zeit hart vernachlässigt. Und dann müssen wir auch langsam mal gucken, was wir eigentlich mit der kleinen Hütte machen, die wir jetzt da angefangen haben. Ob wir die noch schön ausbauen oder nicht. Ah, ist ja auch noch so ein bisschen. So. Wow, wir haben wieder 7 Diamanten. Wow. Hat sich ja direkt alles gelohnt. Okay, gehen wir mal zu der Mine. Hat gut funktioniert. So. Wir haben jetzt hier Sandstein. Wir hatten Sandstein. Wo ist der verdreckte Sandstein hin? Hallo? 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 Hallo, hallo, ey! Gut, wir können mal besser ein bisschen Holz hacken. Ich drücke die ganze Zeit die W-Taste statt die Q-Taste. Ich benutze nur so eine dumme Kuh. So, jetzt aber. Hat ja gut funktioniert. Wieso bricht er mal mittendrin ab? Das war doch früher nicht so. Guck mal, hier auch wieder mittendrin abgebrochen. Oder waren die Bäume kaputt an der Stelle? Dass da der Stamm nicht gewachsen war, weil ich zu eng die Bäume, also zu viele Bäume auf zu engem Raum gestellt habe. Oh. Ist da Blatt reingefallen? Hallo? Nö, ich sehe kein Blatt. Ja. Na gut. So, also ein bisschen Holz. Ein paar Bäume wollen sogar noch wachsen, sehe ich gerade. Ist noch nicht alles gewachsen. Das ist klar, weil sich ja natürlich gegenseitig das Licht klauen. Dumm gelaufen. Aber so ist es. Ist ein hartes Business. Da muss jeder sehen, wo er bleibt. So, hier würde ich mal sagen. Achso, erstmal hier. Du nach da. Du nach da. Du nach da. So. Da, da, da. So, Dschungelbaum. Hier hatten wir den anderen, diesen weißen Baum, ne? Den. Ach nee, da hatten wir den da. Vielleicht hatten wir S-Bahn. Kiefer war ja hier. Stellt mir natürlich die Frage, haben wir überhaupt Zeppelins bekommen? Ach ja, da. Okay. Dann lag es nur an meiner
Dummheit. Dass ich dies nicht gesehen habe. Okay, gut, wir müssen nach Hause. Denn wir brauchen. Achso, ich sehe, wir können gleich mal den ersten Bohrer da in die. Na komm. Reicht ja aus. Jetzt kommt. Was wollte ich jetzt gerade? Sandstein. Wo ist mein Sandstein? Habe ich gerade hier in die Kiste gepackt, wetten? Ach. Egal, wir nehmen einfach mal welche mit. Oder haben wir den hier oben gepackt? Kann ich mir nicht vorstellen. Nö. Zumindest ist hier keiner. Zumindest sehe ich hier keinen. Whatever. So, und dann brauchen wir noch ganz viel Holz. Und zwar brauchen wir. Hier nehme ich Kiefernholz. Ich glaube, ich wollte Kiefernholz nutzen, ne? Ja, doch, ich wollte Kiefernholz nutzen. Kiefern haben wir hier erstmal noch gar kein Holz von. Doch, aber. Dann können das weg und das kann weg. Und die Saplings lasse ich mal da. Kann ich, während wir das Haus bauen, gleich noch ein paar Bäume züchten, weil, wie gesagt, wir brauchen unbedingt Holz. Also wir brauchen gerade nichts wichtiger als Holz. Es ist ja Holz, Holz, Holz. Ist schon mein Holz. So, Blätter packe ich mal unten rein. Wobei, die können wir auch gut dort gebrauchen als Brennmaterial. Ich weiß nicht, wie viele Blätter wir hier haben. Ja, nicht so viele. Von daher, let's go. So, die können auch da rein. Und dann würde ich mal sagen, Sandstein. Kommt da als der Boden. Perfekt. So, hätten wir das schon mal. Weg damit. Brotkine Sau. So, Holz. Bei Holz wird das spannend. Erstmal brauchen wir eine Tür. Ich weiß, wir haben noch 20 Türen, aber pff, let's go. Mache ich die nach außen hin öffnen oder nach innen hin? Ich glaube, nach außen hin sieht besser aus. So, Holz. Achso, siehst du, wir brauchen ja noch Baumstämme für die Seiten. Achso, haben wir ja. Haben wir ja alles. So, die Frage ist. Hier drauf stellen sieht scheiße aus, ne? Ja. Ja, sieht kacke aus. Achso, nee, Quatsch. Habe ich ja. Hier. So, das heißt, die Dinger unten müssen nochmal weg. Ist ja geil. Das war ein bisschen zu schnell. So. Okay. Jetzt brauchen wir hier einen Querbalken. Wie wir das machen, keine Ahnung. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ah. Cool wäre unser Replacement Tool, ne? Da wäre extra ein Replacement Tool. Da wir jetzt kein Zeug mehr abbauen, mache ich das mal wieder ein bisschen legit. Das heißt, wir klauen uns und. Ach, wir hatten die Tür sogar hier. Haben wir hier auch vielleicht unser Replacement Tool? Nö. Gut, wir brauchen also auf jeden Fall ein Replacement Tool. Oh, wir können sogar wieder Bäume abhacken. Das mache ich ja liebend gerne. Bäume abhacken ist quasi meine Lebensader. Wollte gerade sagen, als ob wir kein Setlink bekommen haben. Tja.
So weit kommt's noch. So, was war hier für ein Baum? Keine Ahnung. Ja, passt. Okay, let's go. Wir fahren nach Sylt. Oder vielmehr, wir schwimmen. Die vier Pfosten, Alter, wie so ein Mahnmal von längst vergessenen Tagen. Na gut, endet jetzt auch nicht viel. Berg verschwindet trotzdem. Na egal. Dafür ist das Ding schon da. Easy. Mama. Ah, unser Hotel. Es spawnt. Es ist der gespawnte. Das ist ja eine lange Wolke hier. Sieht irgendwie aus wie so ein Maschinengewehr, ne? Hier ist so das Visier. Da vorne ist der Lauf. Da unten ist so das Magazin. Und da hinten ist so der, das Ding, womit das gegen eine stützt, hier dieser, wie auch das Ding da heißt. Na gut, jetzt sieht das Ding ein bisschen anders aus. Jetzt sieht es eher weniger wie ein Gewehr aus, sondern eher wie, keine Ahnung was. So, let's go. Wir steuern in den Tau. Eigentlich könnte ich hier mal so einen Hafen machen, ne? So ein bisschen so ein Ufer oder, also hier so ein, wo man halt anlegen kann mit so einem Boot. Das wäre ganz geil. Walle ist im Spiel beigetreten. Hat eine ganz schöne Walle gedauert. Ja, ich jetzt so. Irgendwann mal in 30 Jahren. Dieses Feld haben wir eh erst so zu Deko genutzt und nicht zu gebaut und nicht als wirklich funktionsfähig, oder? Zumindest ist es jetzt so. Dieser Apfel hier immer, der ist halt so viel platziert. Das ist dumm. So, hier können wir bei der Wemme aufräumen. So, jetzt stimmt alles? Ja, okay. So, wir brauchen... Super, das habe ich schon wieder vergessen. Geil. Echt geil. Wir wollten... Ach, wie Placement Tool. So, wollten wir nicht noch gucken, was gleich mitnehmen? Keine Ahnung. Was wir auf jeden Fall mal mitnehmen können, ist die zweite Säge. Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Genauso wie wir das Ding mitnehmen können und das Ding. Ja, da können wir da so ein bisschen Schmuck bauen und so, ein bisschen, ne, so ein schönen Garten bauen oder so. I don't know. So, haben wir hier noch was drin, was wir verwursteln könnten? Nö. Und hier? Nö, nicht wirklich. Hier sowieso nicht. Und hier auch. Obwohl, hier, die könnten wir verwenden. Können wir von jedem einzelnen hinmachen. Wobei von jedem ist schlecht. Wir haben nur die vier Grundfarben. Warnig. Mayday. Ich bin der Verwirrte. Das scheiße der Wand an. Bye bye, Smetbo.
So. Warum sind die Türen offen? Apropos, siehst du, wo sind eigentlich unsere ganzen Tiere hin? Hat die nicht mal Tiere gehabt? Oder hat hier jetzt jemand doch abgeschlachtet? Kann man die jetzt doch umbringen? I don't know. Wir können zumindest mal Investigativarbeit machen. Siehst du, das können wir jetzt sogar mal machen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, dann muss es wohl sein. Dann haue ich dem Dieter eine rein. So, mal frische Arbeitsfläche hier. Und jetzt, so. SSH, wo ist mein BH? Was ist das offizielle Passwort? So. Hallo. WLAN. Was tust du darin? Kommt jetzt noch was oder ehrlich so? Steuerung C geht auch nicht. Okay. Läuft ja gut bei mir. Aber mein Laptop lebt noch, oder? Laptop lebt noch. Was hat denn SSH jetzt gerade für ein Problem? Hier gehen Sachen ab, die gibt's gar nicht. Warte mal kurz. Ich schalte mal kurz beim WLAN ab und wieder ein. Ah, es klingelt im Karton. Und da ist es wieder. Die, ah, der ist er ja. Deiner Träger. Gut, der andere, was der jetzt macht, keine Ahnung. Aber, Debug 3. Meintes 3. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Warte mal ganz kurz. MC-View. Was waren denn meine letzten Eintragungen? Ich habe ja letztens, ich war ja actually, habe ich ja gerade Ronnys Leave the Game und dann hat Ronny Dix Right-Click Object Glue Entity Dual Visual. Das war, achso. Digga, ist ja nicht durch hier. Müssen wir mal hier ein bisschen erstmal nach Ronny filtern. Damit man überhaupt mal durchblickt. So. Das heißt, die Interaktion mit dem Gartenzaun wird gar nicht registriert. Oh, wird schon mal gar nicht registriert, dass man den Zaun benutzt. Lol. Das ist ja interessant. Kann ich mir aber echt nicht vorstellen. Was? Wie, wo, was? Ja, wollen wir das gucken hier. Doch, ist ja schon wieder ein Albtraum hier. Mach halt das Ding. So, aus jetzt hier. Vollbild. So.
Ja, tatsächlich wird nicht protokolliert. Lol. Das ist ja mal super. Oh jo. Nee, weil die Tiere dürften mich wahrscheinlich deswegen weg sein, weil ich letztens, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe letztens ein Clear Objects machen müssen. Das war, glaube ich, sogar in einem Livestream, also hier in einem Let's Play. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. So, dann kannst du, nee, Quatsch, muss eigentlich gar nicht, kannst eigentlich da bleiben und du kannst nach da und du kannst jetzt wieder in Fenstermodus. So. Geil. Okay. Was soll ich eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr, das kann ich auch hier in der Mitte durch. Mit dem Kopf durch die Wand. So habe ich es gerne. So. Wir wollten mal aufs Feld gehen, ein bisschen Feldarbeiten machen. Jetzt habe ich aber mein Inventar voll mit Scheiße. So eine Scheiße. Gut, das heißt, wir gehen nächste Folge erstmal zu meinem neuen Haus. Platzieren dort ein paar Sachen. Dann gehen wir zu dem Haus hier wieder und machen ein bisschen Gartenarbeit. Kompliziert. Aber so ist geil. Bis dann.